Nico, trink mal heute. Was haben wir denn überhaupt? St. Patrick's Woche? Kilkenny. Kenny, was ist mit Kenny los? Was ist eigentlich mit Kenny los? Ihr habt Kenny getötet. Ihr Schweine. Ich hab mir immer schlau gemacht auf der Webseite von Kilkenny. Ja, der heißt schon Kenny. Kilkenny. Das ist ein Irish Red Ale. Haben wir eigentlich immer nur schlechte Erfahrungen mit dir gemacht. Ach, du hast das bei Uffi gerissen, oder was? Wir machen das schön mit einem Bierprotokoll. So, wollt mal schnuppern. Ja, schnuppern mal. Schön die Popels drin gedrückt wieder, was? Das ist ja wieder genau das Richtige für mich. Nicht. Also, was steht auf der Website? Ein ausgewogenes Meisterstück traditioneller irischer Braukunst. Weil die Braukunst traditionell aus Irland ja weltbekannt ist. Unser Kilkenny Irish Red Ale ist ein wahrhaft irisches Bier höchster Qualität, das für das Lebensgefühl Irlands steht. Seit über 3 Jahrhunderten hat sich unsere Rezeptur kaum verändert. Wir verwenden nur Wasser, Hopfen, Gerste und Hefe. Ist schon mal gut. Das Ergebnis ist ein obergäriges Bier, das durch sein unvergleichliches Aroma besticht. Fruchtig, blumig, mit einem Hauch von Karamell und Röstaromen. Erfrischend und rein im Geschmack. Schmeckt Kilkenny Irish Red Ale typisch irisch. Was ist ja auch eins. Ja, die ja eins, weil es ein kleines ist. Schön. Ja, ich würde nicht so geizen in den frischen Wochen. Mal ein bisschen was zur Geschichte. Nimm einen Schluck unseres Irish Red Ales und lehne dich zurück. Was du schmeckst, ist das Ergebnis einer mehr als 300 Jahre alten irischen Brautradition und der Geschichte der Familie Smithwick, die mit Ausdauer und Geschick unser Bier zu dem gemacht hat, was es heute ist. Eine bewährte Rezeptur und innovative Idee. Die perfekte Mischung, um Tradition und Moderne in ein hervorragendes Bier zu vereinen. Tauche ein in eine spannende Zeit voller Herausforderungen und beeindruckender Lösungen. Den Rest von der Geschichte und wie das schmeckt und wie toll das ist, gibt es natürlich auf der Webseite. Sehr schön. Ja. Also, was jetzt ich rausgehört habe, schmeckt natürlich richtig geil. Ist natürlich Marketing, aber es ist halt ein Red Ale. Und das ist eigentlich nicht so cool. Aber da wir ja irische St. Patrick's Wochen haben, gönnen wir uns das mal. Let's taste it. So, wie sieht's aus? Wo ist das Protokoll? Auspacken oder wegpacken? Wie sieht die Pulle aus? Die Optik der Flasche. Ja, sieht ja ganz gut aus. Also, ist okay im Mittelmaß. Was ist denn da drauf? Das ist vielleicht, was ist das, eine Kirche? Was ist das? Ja. Da ist ein Wald und dann ist ein bisschen rot, Gold rundherum. 4,2 Volt, ist ein bisschen weniger. Das ist ein Punkt. Ja. Jetzt kippt endlich ein. Hat die noch gearbeitet mit der Wein? Das Bier. Auf hier rot drin gekippt. Ach, da kann Geld drin kippen, wa? Ja, diesmal ja. Siehst du? Oh, 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 oh. Ja, was ein richtiger Eingießer ist. Ich mal kurz ein. Na, sag mal. Das gibt's doch nicht. Wie sieht's denn aus? Ja, siehst du doch. Na, was sagst du denn? 4 Punkte oder 0? Oder ja, dazwischen? Sieht schon 2 Punkte auf jeden Fall. Mindestens, ja. Ja. 2 oder 3. Ja, ich finde es schon recht schön. Ja, gibt 3, lass 3 geben. Ja. Gaumen Liebe oder Gaumen Terrier? Geschmack. Wie schmeckt das, Jutta Kilkenny aus dem guten Irland? Na, schauen wir mal. Oder schmecken wir mal. Fruchtig. Angenehm. Hm.
Wenn wir jetzt zum Beispiel mal die Brücke schlagen zum Carlsberg, könnte man sagen, ja, das kann man immer mal dabei haben für die Leute, die mal so was probieren wollen. Und dann machst du an sich nichts falsch. Ich finde es, das ist ja ein schön gut geredet, alles hier. Also für mich ist das immer nur so ein olles Aale. Ich hab den Bart. Ich will mich ein bisschen zurückversetzen nach Störtebeck. Ja, aber das ist besser wie Störtebecker. Definitiv besser wie Störtebecker. Doch, war, ja. Ja. Du ist auch nicht meins. Na, was denn jetzt? Na, sag mal. Es ist natürlich. Da oben sind drin. Wie so ist, das ist halt nicht meins. Fruchtig. Aber das ist jetzt nicht. Also, das ist jetzt nicht, dass es nicht schmeckt. Das ist halt so ein Zwischending. Ne? Also, für Leute, die das mögen, schmeckt das auf jeden Fall. Für mich ist das so ein unterdurchschnittliches. Wie viele Punkte würdest du geben? Die Mutant Kilkenny. Also wir hatten schon mal einen Fünfer dabei, jetzt würdet ihr einen Sechser geben. Ja, Sechser oder Sieben. Also. Mhm. Dann lass einen Siebener geben. Den Uwe testen wir noch und dann sind wir durch. Ja. Da bin ich ja mal gespannt auf das Guinness. Hast du jetzt schon gespoilert? Nein. Im nächsten Video gibt es das Guinness. Ach, echt? Ja. Na, so was. Aber Osterbüchse. Alter, Osterbüchse. Ich will das Wort ja nicht im Mund nehmen. Dose? Metallbehälter. Der Dude Süßström, ich habe auch Osterdose. Also, ich bin kein Freund mehr von Dosen. Okay, Kenny, ja. Wahrscheinlich ist, seitdem wir da diesen scharfen Chip gegessen haben, mein Geschmack so ein bisschen abgetötet worden. Nö. Ach so, das kann natürlich sein. Wenn die Wahrheit nicht mehr erfüllt, so wie mit mir gehört. Das geht nur abwärts. Was? Da wird nicht mehr... Können rauschen. Also, umso länger man das trinkt, umso besser schmeckt es, oder? Kann das sein? Ach. Langsam geht's. Vielleicht ist es beim irischen Bier so. Jetzt würde ich es ja fast 8 Punkte geben. Hört, vielleicht hört. Saufen die erstmal eins wie Whisky und dann trinken sie ein Bier. Machen das genau andersrum wie Bier. Oder die machen das auf, gießen das ein und lassen das erstmal stehen. Und trinken nicht dann. Ach, damit es atmet. Ja, vielleicht musst du ja atmen. Ja, guter Wein hier. Zum Beispiel. So, was ist jetzt hier mit Uwe? Ja, also ich tue mich schwer. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt noch der Uwe kommt. Bronze. Ja, besser als wir dachten. Besser als du dachtest. Ja. Ich habe ja Silber gesagt. Ja. Selbst Silber ist es nicht geworden. Mittelklasse, nichts Besonderes, nichts Schlechtes, aber vermutlich Billiges, genau das Richtige für flüchtige Bekanntschaften. Wir sind bekanntlich natürlich nicht gerade diese, wie soll man sagen, geschmacklich sind wir nicht in diesem Bereich hier, den wir gerade getestet haben, für alle anderen, die sowas halt gerne trinken. Alle ist nicht unser Link. Ist halt Kilkenny auf jeden Fall mal eine Geschmacksprobe wert. Ja. Kann man auf jeden Fall mal trinken. Ja. Oh. Wir schließen die irischen Wochen, St. Patrick's Wochen ab mit dem guten Guinness. Einem Guinness? Na, da bin ich ja mal gespannt. Also nächstes Mal unbedingt wieder einschalten und dann teilen und alles. Liken, teilen, kommentieren, argumentieren.